Hallo ihr Lieben, heute ist Samstag und somit wieder Challenge-Zeit für Jaros Kreativkarten. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr dran geblieben seid. Dann wollen wir mal loslegen, würde ich sagen. Und zwar hat ja die Romy das letzte Mal gezogen und das war Herbst, Stoff und Gelb. Und ich habe mir auch schon was ausgesucht, da legen wir gleich mit los. Ich wollte euch nur meine Karte noch von letzten Mal zeigen. Da konnte ich leider nicht mitmachen, weil es mir absolut nicht gut ging. Aber ich habe die Karte gebastelt und die möchte ich euch jetzt zeigen. Und da war das Thema Männer, Glitzer und 3D. So, und das ist meine Karte dazu. Hier unten ist die Glitzer, ein Aufleger in Glitzer. Ich denke, ihr könnt es sehen. Dann habe ich einen anderen, kleineren Aufleger oben drauf geklebt und habe dieses Motiv in 3D aufgeklebt. Das ist eine Rasierklinge und ein Rasiermesser und ein Pinsel. Habe hier unten noch ein Stück Band geklebt und den Spruch, die Karte ist ein Unikat, so wie du, bleib wie du bist. Genau, also das war jetzt meine Version von den drei Themen. Innen drin habe ich diesmal nichts gemacht. Ich hoffe, sie gefällt euch. Ihr könnt mir ja mal Bescheid geben. Ja, ich finde, sie ist ganz gut gelungen. Okay, aber dann wollen wir jetzt mal mit dem neuen Thema anfangen. Alles klar, also ich habe mir ein Kartenrolling geschnitten in den Maßen 10,5 x 29 und habe den bei 14,5 gefalzt. Dann habe ich mir einen Aufleger geschnitten in 10x14. Der kommt dann hier drauf. Dann habe ich mir noch einen Aufleger geschnitten in 9,5 x 13,5. Das kommt dann auch hier drauf. Habe aus dem Stempelset von Kunstkarten mir den Spruch Herbstgrüße ausgesucht und habe versucht, ein Eichhörnchen zu kolorieren. Und dann habe ich mir ein Stück Stoff geschnitten und habe das gefalzt, geknickt. Das ist dann hier, wie gesagt, mein Stoff als Schleife und das soll dann auch noch mit drauf. Habe das auch mit einem Band zusammengebunden, damit es hält. Und jetzt brauchen wir eigentlich die Karte nur noch zusammenzusetzen und natürlich ausschneiden. Ja, okay, dann fangen wir an. Den ersten Aufleger können wir schon aufkleben. Ach ja, das ist übrigens aus dem Block vom Action, aus dem Forest Block. Und da ist ja das Schöne, da ist ja dieses Papier, das 30x30 Papier. Von der einen Seite ist einfarbig in Gelb und von der anderen so. Und das passt natürlich echt super. Also den Block habe ich auch zweimal, weil ich den so toll fand. Den musste ich mir zweimal holen. Ja, gut. Also, wir kleben den Aufkleber auf den ersten. Oh, was ist denn da? Dann kleben wir es so, damit das weg ist. Stempelfarbe, wie kommt die da hin? Keine Ahnung. So. Wie immer achten wir darauf, dass wir überall den gleichen Abstand haben. Dann jetzt der zweite Aufleger.
auch hier darauf achten, dass wir den gleichen Abstand haben. Dann schneide ich jetzt mal mir die Herbstgemüse zurecht. Entschuldigung. Da runde ich mir jetzt die Ecken ab. Ja. So. Und dann müssen wir noch ausschneiden. Mal gucken, ob ich das auch schön hinbekomme heute. Das hätte ich ja auch schon vorher machen können, ne? Ja, das Kolorieren, wisst ihr ja, das ist noch nicht so meins. Aber ich gebe nicht auf. Ich übe schön. Aber ich habe echt festgestellt, ich kann das nur mit Buntstiften. Also ich hatte das Eichhörnchen hier zuerst mit den Twinmarkern vom Action, mit den neuen, die Pinselstifte haben, genauso wie die Blends auch von Stampin' Up. Und ich finde die auch echt genial, muss ich sagen. Also jetzt die Twinmarker, ne? Die Blends sowieso, aber die Twinmarker finde ich auch echt genial. Aber irgendwie, weiß ich nicht, kriege ich das mit Buntstiften besser hin. Tja, naja. Ich habe sie erst einmal benutzt, jetzt die Twinmarker, für das Eichhörnchen. Ja. Wäre natürlich blöd, ne, wenn ich damit echt nicht zurechtkomme. Dann liegen sie hier rum. Ah, ich mache erstmal hier weiter. Ja, was macht ihr am Wochenende? Habt ihr was geplant? Bei uns ist das Wochenende wieder eher ruhig. Aber das ist auch nicht so schlimm, da es mir ja momentan, wie gesagt, eh nicht gut geht. Macht mir das ehrlich gesagt nichts, wenn ich zu Hause bleiben kann. Ja. Na. So. Oh, jetzt müsste man noch mal sehen, ne? Schon wieder meine Brille nicht auf. Oh, ich muss auch wirklich echt mal die Augen kontrollieren lassen. Weil auch mit Brille sehe ich irgendwie nicht mehr so dolle.
Eichhörnchen ist aus dem Stempelset. Das kann ich euch gleich nochmal zeigen. Weil mir fällt es nämlich jetzt gerade nicht ein. Jetzt ist Konzentration hier angesagt. Ich könnte es mir ja jetzt auch leicht machen. Und die Dinger hier einfach nicht. Mache ich jetzt auch. Schneid jetzt hier die Härchen ab. Das dauert ja doch ein bisschen zu lange, glaube ich, wenn ich das jetzt so tutti kompletti wegschneiden will. So. Dann schaue ich jetzt mal, wie ich das mache. Und zwar hatte ich gedacht, dass ich die Schleife mir hier so hinklebe und ja, das Schild irgendwie dann so, ne? Müssen wir mal schauen, wie wir das jetzt machen. bum, 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 bum. Wo habe ich denn hier? Ich glaube, ich versuche das jetzt erstmal hier so, hier oben zumindest. So. Hier noch eins. Hält natürlich nicht. Ich hätte es mir ja denken können, ne? Aber mal gucken. So. Das mache ich jetzt so. Da mache ich mal hier zwei Löcherchen rein. Frage ist nur, wo. Jetzt muss ich nochmal nachschauen. Durch. Na. Ich habe keine ruhige Hand. Denn überhaupt was?
klappt das denn? Ich krieg das hin. Jetzt. So. Und jetzt muss ich nur irgendwie nochmal festbekommen. Da. Setze ich mal dahin, da brauche ich jetzt auch mal Formtape. So, guck ich mal, ob ich noch ein bisschen Bling-Bling habe. Was von den Farben dazu passt. Und dann wären wir sogar schon fertig. Das ging aber dann flott heute. Na ja, haben wir doch schon was. Jetzt eins da. Da in die Ecke. Könnte man natürlich überlegen, ob man nochmal in die Karte, also, na, ob wir hier nochmal was reinstempeln, ein paar Blätter. Das ist das Stempelset von Kraft Konsortium, von, Winter Woodland, genau. Ja, ich glaube, das mache ich jetzt auch. Stempel da nochmal. Werde ich dann halt nur nicht nochmal kolorieren, ne? Ich stempel es jetzt einfach mit rein. Dann sieht es innen nicht so leer aus. Noch hier in die Ecke. Ja. Ich glaube, ich denke, so können wir es lassen. Oder was meint ihr? Ist ja auch mal so schade, wenn ihr mir nicht antworten könnt. Ich glaube, da würde ich auch viel mehr reden. Ne? Immer, wenn ich euch was frage und ihr könntet mir antworten. Wäre viel cooler. So. Schon sauber. Und dann klappe ich sie noch mal rum. Ja, das wäre dann meine Interpretation. Gelb, Herbst und Stoff. Ach, und ich glaube, mir gefällt sie auch sogar ganz gut.
Ich bastel ja momentan nicht so gern Karten. Ich weiß auch nicht warum. Irgendwie. Naja, aber ich denke mal, das hat man ab und an mal, oder? Dass man dann zwischendurch auch mal nicht so gerne Karten bastelt. So, dann habe ich ja heute wieder die Ehre zu ziehen. Ja, und ich bin gespannt, was ich ziehen werde, weil ich habe ja irgendwie immer nur rosa und pink gezogen. Und ich hoffe, dass ich heute mal was anderes ziehe. Alles klar, dann werde ich mal schütteln. Und fang mal in der Mitte an. Eins. Na? Das sind doch mehrere, oder? Ich guck nämlich nicht dahin. Zwei. Und drei. Okay. Ich bin gespannt. Einmal haben wir Tiere. Grau. Und Stoffband. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Da bin ich gespannt, was Rumi dazu sagen wird über die neuen Themen. Und vor allem, was sie über meine Karte sagen wird, ob ich alle Anforderungen erfüllt habe. Ich würde ja sagen, ja, habe ich. Aber man kann ja nie wissen, ne? Ja, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Dann könnt ihr mir sehr gerne einen Daumen nach oben geben. Und alle, die mich noch nicht abonniert haben, dürfen, können das jetzt sehr gerne tun. Ich würde mich ganz dolle freuen. Jeder neue Abonnent ist mir herzlich willkommen. Ja, und euch anderen, euch lieben, tollen Abonnenten, wünsche ich wie immer bis zum nächsten Video eine schöne und kreative Zeit. Bis dahin, euer Mine Minchen. Tschüss.